Fußball-Turki. Prognose für den 18.04.2009. Autor seltsam Genzi. Endresultat Endstand Turki Super League Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Ankaragücü 2:1 und für Ankaraspor 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Ankaragücü gegen Ankaraspor, wäre zu tippen, Ankaragücü mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Ankaraspor gegen Ankaragücü lauten. Dann müsste der Tipp für Ankaraspor lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Ankaragücü 1:1 oder Tipp 0. Ankaraspor 0:2 oder Tipp 2. Antalyaspor 1:1 oder Tipp 0. Besiktas Istanbul 3:0 oder Tipp 1. Bursaspor 2:0 oder Tipp 1. Denizlispor 1:0 oder Tipp 1. Eskişehirspor 1:1 oder Tipp 0. Fenerbahçe 1:1 oder Tipp 0. Galatasaray 1:1 oder Tipp 0. Gaziantepspor 1:2 oder Tipp 2. Gençler Birliği 1:1 oder Tipp 0. Hakettepe 1:2 oder Tipp 2. Istanbul BB 0:1 oder Tipp 2. Kayserispor 1:1 oder Tipp 0. Kukelispor 2:2 oder Tipp 0. Kondühaspor 1:1 oder Tipp 0. Sivasspor 2:1 oder Tipp 1. Trabzonspor 1:1 oder Tipp 0. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 11.04.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 11.04.09 gespielt haben. Ankaragücü 0:2. Ankaraspor 0:2. Antalyaspor 0:1. Besiktas Istanbul 3:1. Bursaspor 2:0. Denizlispor 0:2. Eskişehirspor 2:0. Fenerbahçe 0:0. Galatasaray 0:0. Gaziantepspor 1:1. Gençler Birliği 1:0. Hakettepe 1:4. Istanbul BB 1:1. Kayserispor 2:0. Kukelispor 1:3. Konyaspor 0:1. Sivasspor 1:0. Trabzonspor 4:1. Endresultat Endstand Turki 2 Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Adanaspor 2:1 und für Alte İzmir 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Adanaspor gegen Alte İzmir, wäre zu tippen, Adanaspor mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Alte İzmir gegen Adanaspor lauten. Dann müsste der Tipp für Alte İzmir lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also
entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Athanaspor 1:0 oder Tipp 1. Altay İzmir 1:0 oder Tipp 1. Boluspor 1:0 oder Tipp 1. Diyarbakırspor 1:0 oder Tipp 1. Gaziantep 0:1 oder Tipp 2. Giresunspor 1:1 oder Tipp 0. Güngören 0:1 oder Tipp 2. Kasademir 2:0 oder Tipp 1. Kasiyaka 0:1 oder Tipp 2. Kartalspor 0:1 oder Tipp 2. Kasımpaşaspor 1:1 oder Tipp 0. Kayseri 1:1 oder Tipp 0. Malatyaspor 0:1 oder Tipp 2. Orduspor 1:1 oder Tipp 0. Urzeyspor 1:1 oder Tipp 0. Sakaryaspor 2:1 oder Tipp 1. Samsunspor 1:2 oder Tipp 2. Manisaspor 2:1 oder Tipp 1. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 12.04.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 12.04.09 gespielt haben. Athanaspor 0:0. Altay İzmir 1:0. Boluspor 2:0. Diyarbakırspor 0:1. Gaziantep 0:2. Giresunspor 1:3. Güngören 2:2. Kasademir 2:0. Kasiyaka 2:2. Kartalspor 0:1. Kasımpaşaspor 0:1. Kayseri 0:2. Malatyaspor 1:3. Orduspor 1:0. Urzeyspor 0:0. Sakaryaspor 3:1. Samsunspor 1:0. Manisaspor 3:1.